Servus, ich bin der Tom und in diesem Video holen wir uns für einen Tag den Sommer zurück. Herzlich willkommen zum Tag 13 im virtuellen Bier-Adventskalender. Und ja, der eine Tag Sommer, den holen wir uns natürlich in Form eines herrlichen Bieres. Und zwar gibt es heute ein Wein Stefaner Helles. Wie komme ich da auf Sommer? Das erkläre ich euch später. Als allererstes wollen wir natürlich gleich mal wieder ran an den Speck. Und zwar, jawohl, direkt ab ins Glas damit. Sehr schön. Ja, wundervoll. Wir haben ein helles Goldgelb, würde ich mal sagen. So Strohgelb irgendwie an Bier. Das Bier ist natürlich blank filtriert, hat eine wunderschöne Krone auf. Eine dichte, feinporige Schaumkrone. Und dann schauen wir doch gleich mal, was in der Nase so los ist. Ja, genau, das ist so süßlich-malzig, würzig wieder, so wie so ein typisches Helles eigentlich so sein soll. Und es riecht aber schon relativ schlank, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wollen wir mal schauen, wie das am Gaumen so wirkt. Im Antrunk ist es ganz, ganz schlank und weich. Also sehr gut zu trinken. Angenehme Kohlensäure, nicht zu viel. Und von den Aromen her ist es leicht malzig und würzig. So ein kleines bisschen. Ja, so ein kleines bisschen blumig auch. Und im Nachtrunk eine sehr dezente Bittere. Ein ganz leicht trockenes Mundgefühl. Also ein schlankes Bier, rundum ein schlankes Bier. Das Ganze wirkt auch nicht kantig von der Bittere her. Das liegt wohl daran, weil nur Aromahopfen verwendet wird und kein Bitterstoffhopfen. Also die setzen hier Saphir und Select ein für die Hopheads unter euch. Und ja, wie gesagt, dieses Bier wirkt sehr schlank und erfrischend. Und da schauen wir doch mal, was da für ein Plätzchen jetzt dazu passt. Muss ich gleich mal dazu sagen, heute gibt es nämlich kein echtes Plätzchen in dem Sinn, sondern heute gibt es Spekulatius. Also nicht deswegen, weil uns das Material hier ausgehen würde, wirklich nicht. Also Plätzchen haben wir genug. Aber ich denke, das passt sehr gut. Also dieser Spekulatius, der ist ja mit einer der Inbegriffe für Weihnachtsgebäck und ich denke, dass das sehr gut passt. Jetzt bringen wir nochmal was ab. Crunchy. Oh ja. Was passiert da im Mund? Also ist es dieser Spekulatius, der ist ja ein recht, das ist ja ein Mürbteig, der relativ stark, sage ich mal, gewürzt ist. Und dieses Würzige, das verschwindet zum Teil mit dem Bier in Verbindung, aber es bleibt was übrig. Ich bilde mir ein, das wäre Zimt, was dominierend im Mund bleibt. Also das ist ganz spannend, da gleichen sich die Aromen wieder so ein bisschen aus und zum Schluss bleibt Tritt 1 in den Vordergrund. Und ich denke, das ist hier der Zimt. Also das ist echt spannend. Könnt ihr problemlos daheim auch ausprobieren. Nehmt einfach irgendein schlankes, helles oder ja, Pilz. Ja, geht auch. Spekulatius hat man eh daheim um die Jahreszeit. Einfach mal testen. Jetzt bin ich euch noch schuldig, wieso komme ich denn da auf Sommer? Wie ein Tag im Sommer? Dieses Bier verbinde ich mit der Belohnung eines Sommertages, wenn man draußen viel geschafft hat. Ja? Also das heißt, so ein typischer Samstagnachmittag, Rasenmähen, im Garten irgendwie rumtun und dazu ja, sich in der Sonne anstrengen. Und als Belohnung zur Erfrischung gibt es dann quasi das Rasenmäher-Belohnungsbier und da ist dieses Bier ideal. Gekühlt, schön, gut zu trinken, wehrt sich überhaupt nicht, ist ein fantastischer Begleiter im Sommer und deswegen wollte ich das im Bierkalender haben, damit wir hier auch einen kurzen Abstecher in einen wundervollen Sommertag machen.
So, das war's schon wieder für heute. Wenn dir dieses ganze Spektakel gefallen hat, dann wäre es mir ein inneres Blumenpflücken, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und da unten irgendwo den Abo-Knopf und diese Glocke drückst. Wie gesagt, es würde mich sehr freuen. Ja? Und in diesem Sinn wünsche ich euch noch einen herrlichen Abend, einen wundervollen Tag. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Cheers, der Tom.